Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem Video in der Serie Lernmaterial mit Excel erstellen und will zeigen, wie das Ergebnis dann auf eine Webseite platziert wird. Schauen wir sie uns an. Hier soll sie stehen: Lernhilfen mit Excel erstellen. Anstelle der X, die hier noch stehen soll, die Tabelle erscheinen, die ich jetzt mit Excel komplettiere. Ich will Ihnen aber vorab noch zeigen, wie Stand der Sache ist. Die Tabelle wird mit dem Hyperlink erzeugt. Der funktioniert hier für Backen. Ich brauche diese Formel auch nur ein einziges Mal, aber ich will mal kurz zeigen, was sich dahinter verbirgt, falls Sie die Videos vorher schon vergessen haben oder noch gar nicht angesehen haben. Die Funktion Hyperlink braucht hier in meinem Fall drei Argumente. Das erste Argument ist fest, das ist die Zelle G1, das ist die Webseite oder die Startseite von Lingui und das ist eine Kombination aus einem redaktionellen Wörterbuch und einer Suchmaschine, so steht es ja da auch in dem Kommentar. Das zweite Argument, die Zelle D3, die kommt hier unter UTF-8, wird sie entnommen, da sehen Sie, bei Backen ist das identisch und bei anderen Worten, die deutsche Sonderzeichen enthalten, wie ä, ö, ü oder sz, da gibt es ein Problem und deshalb muss also hier so eine UTF-8-Umwandlung noch stattfinden. Das will ich aber gleich noch zeigen, was da passiert. So, das ist also die Hyperlink-Adresse, der freundliche Name, der hier steht. Klicke mal dabei A3 rein. Das ist das, was vorne aus der Spalte A entnommen wird, das dunkelblaue. Das ist das, was angezeigt wird, was also letztendlich das Wort Backen enthält, was dann, wenn man draufklickt, nach Lingui via Hyperlink verzweigt. So, das funktioniert soweit. Ich zeige dann auch gleich, wenn ich das kopiert habe, wie das dann vonstatten geht. Ich klicke hier mal doppelt drauf und da sehen wir überall bis zur Zeile 127, sind nämlich 125 Worte hier in der Grundform, die von der Kollegin da bereitgestellt wurden. Überall ist der Hyperlink vorhanden, wird auch funktionieren, aber bei Beißen wird es nicht klappen. Und das sehen wir gerade, da gibt es also einen Hinweis, geht nicht, weil dieses scharfe S, das wird hier von Excel nicht richtig übergeben. Da muss nämlich an dieser Stelle die entsprechende UTF-8-Kodierung sein. Und das macht jetzt mein Makro. Das will ich also hier mal ausführen. Den Bereich, wo es wirken soll, markiere ich gerade. Spalte D bis F, wo UTF-8 steht. Dann gehe ich hier im Register Ansicht. Da sehen wir hier auf Makro. Und da steht Anzeigen. Und da gibt es das Makro 1. Und das führe ich einfach mal aus. Sie sehen, schon ist es passiert hier. Bei Beißen oder hier bei Dürfen und vielen anderen Stellen. Hier haben wir Können oder Heißen oder Lügen haben wir hier. Da ist also statt dem Ü haben wir hier diese merkwürdig erscheinenden Zeichen. Aber das habe ich ja vorab schon mal erklärt. Ich gehe jetzt mal wieder hoch und will zumindest mal testen, ob das hier bei Beißen klappt. Habe draufgeklickt und schon sind wir hier, denke ich jedenfalls, bei Lingui und da haben wir zum Wort beißen einmal das Substantiv und auch einmal das Verb und hier unten drunter viele Fundstellen, von denen es also unzählige gibt. So, das hat geklappt. Jetzt brauchen wir das nur noch in der Vergangenheit und im Perfekt. Ich markiere da nochmal von Backen bis unten hin. Sie kennen die Tastenkombination Shift-Steuerung, Pfeil nach unten. Dann habe ich bis Zwingen einschließlich markiert, dann sehen Sie hier das kleine schwarze Kästchen an der Cursorposition und das ziehe ich einfach nach rechts und dann wird ausgefüllt und ich habe auch die anderen beiden Formen vollständig. Da kann man ja mal ein bisschen nach oben gehen, da gibt es hier das Wort, was haben wir hier, Schwören, hier ist es, da taucht Schwören auf. Und wenn ich da mal auf das Ö klicke von Schwören, dann hätte auch jeden anderen Buchstaben nehmen können. Dann bin ich hier bei Schwören und habe dann also auch entsprechend die Fundstelle bei Lingui, wie es gewünscht ist. Funktioniert alles wunderbar. Jetzt brauche ich das nur noch bei WordPress auf meiner Webseite. Und da will ich natürlich, dass die Spaltenbreite
gleichmäßig ist und die Tabelle soll 750 Pixel breit sein. Und das bekomme ich dann, wenn ich hier die einzelne Spalte, weil ich ja drei übernehmen will, genau 250 Pixel breit mache. Das kann ich also hier machen. Na, jetzt habe ich na, 51. Jetzt habe ich die 50. So, jetzt habe ich hier die drei Spalten markiert. Jetzt will ich aber nur diese 377 Zellen haben, also die Überschrift und 3x125 Begriffe. So, die habe ich jetzt markiert, die kopiere ich mit Steuerung C oder mit der rechten Maustaste, kann ich auch kopieren wählen. Jetzt gehe ich auf meine Webseite, Beitrag bearbeiten und da sehen wir die X'e hier, die Sie eben noch auf der Webseite sahen. Statt der X'e will ich hier die Tabelle haben, da muss ich darauf achten, dass ich dann hier in der richtigen Ansicht bin, visuell. Das heißt, jetzt kann ich also einfach mit Steuerung V oder rechter Maustaste kann ich das einfügen. Und da sehen wir, da stehen auch die Begriffe in tabellarischer Form und auch offensichtlich als Hyperlink, weil blau. Jetzt will ich noch kurz den Code, den Quellcode, das HTML mir anschauen. Gehe ja auf Text, weil dann kann man nämlich auch sehen, ob die Spaltenbreite von Excel richtig übernommen ist. Sie sehen, hier ist das der Fall. Die Tabelle, die hier Spam. So, gerade weggemacht. Man sollte doch sein Outlook schließen. So, jetzt habe ich hier die 750 Pixel, die die Tabelle breit ist. Und jetzt kann man das einfach mal veröffentlichen und dann kann man sich das anschauen. Gehe jetzt auf meine Webseite, nehme ich jetzt mal Konrad Rennert, da habe ich es schon, müsste ja jetzt auf der Startseite stehen. Lernhilfen mit Excel erstellen, da steht es auch und wenn ich hier raufgehe, dann komme ich zur Startseite wie erwartet, gehe zurück und wenn ich jetzt schaue, nehmen wir mal weiter unten einen Begriff, den ich noch nicht hatte, auch ein Umlaut soll er enthalten, schließen zum Beispiel, weil ich bin ja auch gleich fertig. Und da sehen wir, da taucht das Wort schließen auf und auch Beispiele dazu. Zum Schluss. Dieses, was ich jetzt hier im HTML, in der HTML-Codierung auf der Webseite abgelegt habe, das habe ich ja direkt aus Excel übernommen, so wie ich das hier nach WordPress übernommen habe, kann ich das natürlich auch jederzeit auf eine Lernplattform wie Moodle übernehmen und dann habe ich also hier solche Listen mit unregelmäßigen Verben oder Vokabeln und die sind dann auch automatisch verlinkt. Und die kann man natürlich auch weiterverarbeiten, dass da blitzschnell hunderte von Vokabeltests raus entwickelt werden können. Aber das ist dann ein anderes Makro und das können Sie sich dann also bei Gelegenheit bei mir anschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.